kürzlich hörte ich einen Beitrag von dem alten, weisen Rabbi Abraham Tversky. Darin stellte er die Frage, wie wachsen eigentlich Hummer? Jetzt werden Sie sagen, gut, mit Hummern haben wir hier nicht so viel zu tun in Ostwestfalen. Aber lassen Sie uns der Frage trotzdem mal nachgehen. Wie wachsen Hummer? Die werden ja nicht so groß geboren. Wahrscheinlich deutlich kleiner. Wenn Hummer merken, dass es ihnen in dieser Schale, in der sie leben, zu eng wird, dann tauchen sie ab, verstecken sich unter Steinen im Meer und knacken diese Schale auf, verstecken sich da vor ihren Fraßfeinden, damit sie nicht getötet werden. Und in diesem Versteck unterm Stein bilden sie dann einen neuen Panzer aus. Und wenn der fertig ist, dann kommen sie hinter den Steinen hervor und dann leben sie eine ganze Zeit lang, bis sie wieder merken, jetzt wird's zu eng und es ist Zeit, wieder mich von meiner alten Haut zu befreien und eine neue zu bauen. Was für ein interessantes Bild. Der Hummer zeigt uns, dass zum Wachsen ganz offensichtlich, ja, Brüche gehören. Manchmal, wenn wir reifen, wenn wir merken, es passiert etwas Neues, das alte Kleid passt uns nicht mehr, dann wird es Zeit, dass etwas Neues aufbricht, dass etwas Alt, dass wir uns von etwas Altem lösen und dass damit Raum wird für etwas Neues. Ganz deutlich merken wir es mit Kleidungsstücken. Wir sind aus Kleidungsstücken, wachsen wir raus und dann nehmen wir Abschied von etwas, was wir vielleicht gerne getragen haben. Ganz ähnlich geht es mit Rollen, die wir haben. Manchmal auch mit Aufgaben, wo wir merken, das sind wir nicht mehr. Manchmal gilt es sogar auch für Beziehungen, für Glaubenssätze, für Vorstellungen, von denen es Zeit wird, sich zu verabschieden. Und manchmal kann es sogar unser Gottesbild sein, wenn wir bisher gedacht haben, genau so ist Gott hier, ich kann den hier in meine Schachtel packen, so und nicht anders ist Gott, kann es sein, dass ich neue Erfahrungen mache und dass ich merke, Gott ist so viel größer und so viel weiter und ja, er passt nicht mehr in meine Schachtel. Und dann wird es Zeit, dass ich mich bereit mache dazu, mich von etwas zu lösen, was so nicht mehr stimmt und ja, meinen Horizont aufmache. Also, was lehrt uns der Lobster? Zum Wachsen und zum Reifen gehört es, ab und zu uns zu verabschieden von alten Dingen, die uns vielleicht bisher vermeintlich Sicherheit gegeben haben und die nun aber nicht mehr zu dem passen, wo wir heute stehen. Und dann wird es Zeit, uns zu lösen, Abschied zu nehmen und uns für etwas Neueres, Größeres zu öffnen.